Herzlich willkommen, Leute. Minecraft gestrandet Rewind mit Shigo. Hallo. Am Server sind mittlerweile auch Anne, Horch und Cook und Maxini, also McFly. Und, oh, ich habe keine Musik an. Oh, ich auch nicht. Ich habe keine Musik an. Ich auch nicht. Kurzer Cut bei mir. Ist einfacher, als wenn ich später raussuchen muss. Und da bin ich wieder. Jetzt mit Musik. Ich habe Kohle gefunden. Wup, wup. So, wir haben natürlich schon ein paar Fragen bekommen. Wollen wir natürlich hier auch mal direkt. Oh, da sind schon welche an der Wand. Echt? Cool. Was steht denn da oben? McFly steht hier an der Wand. Hm? So, wir schauen mal auf die Tweets. Was verbindet ihr mit Weihnachten? Das schreibe ich da drauf. Oh ja, das ist eine gute Frage. Du schreibst gleich schon mal anfangen. Haha. Ja, was verbindest du mit Weihnachten? Also mit Weihnachten verbinde ich vor allem in erster Linie Schnee. Ich will Schnee zu Weihnachten und das jedes Jahr. Aber das kriegen wir nur leider sehr, 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 sehr selten. Und zu Weihnachten verbinde ich schön flauschig warm zu Hause und Eltern sehen und es riecht nach Zimt und nach Kekse und so, ja. Und immer lecker essen, massenweise und Schokolade. Massenweise. Ja, das ist Weihnachten. Ich mag Weihnachten. Weihnachten verbinde ich, ist einfach ruhig. Es ist irgendwie nicht stressig. Gutes Essen, viel Essen, Geschenke vergeben, bekommen, so freuen. Man freut sich auf Weihnachten. Weihnachten ist eine Zeit, auf die man sich sehr freut. Ja. Das war eine schöne Frage. Dann haben wir hier noch eine. Fangen wir einfach mal an. Wen würdet ihr gerne live sehen? Live sehen? Inwiefern live sehen? Ja, wenn du jemanden im Fernsehen siehst, ist er nicht live. Ach so. Wer zu sagen? Weil, also, gibt es glaube ich jetzt keinen, also so berühmten Menschen, irgendwie sowas wie Brad Pitt oder irgend so ein Scheiß, den ich live sehen wollen würde, weil ich will die in Filmen sehen und alles andere interessiert mich nicht bei denen, weil das sind halt Menschen und das sind Promis und die sind meistens ziemlich blöd. Und deswegen, ich weiß nicht. Bei mir gibt's da auch niemanden, den ich irgendwie live sehen wollen würde. Und wir haben noch eine andere Frage. Habt ihr Kontakt zu größeren YouTubern? Was heißt Kontakt? Also man hat schon mal Worte gewechselt, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, yo, hey, hier, Dena ist voll mein Kumpel, weißt du? Ja. Also, ja, ich hab, sagen wir so, man kennt Namen, also gegenseitig, auf allen Seiten. Zumindest was, also dich, klar, natürlich. Nicht, mich natürlich nicht, aber Danuka schon. Ja, ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Kontakt zu größeren YouTubern. Also sei es jetzt mit Kev habe ich ja schon mal was gemacht oder mit Spark of Phoenix schreibe ich ab und zu, wen es um hier Dingens geht. Wie heißt es? Ich vergesse es. Galaxy. Genau, dann natürlich mit Early und Thunder, die auch meiner Meinung nach zu größeren YouTubern gehören. Oh. Ja. So, ja. Hatte ich nicht gerade irgendwo Eisen gesehen? Ach, hier. Es glitzert, schön. So, wir haben einen Shader drin. Und trotz Shader ist es relativ düster. Ich brauche jetzt unbedingt Fackeln. Problem ist, ich habe einfach null Kohle. Hast du Kohle? Ja, bei mir hakelt es gerade voll. Also, es sind keine FPS, ich brauche jetzt einfach nur so Bildsprünge zwischendurch. Ich überlege mal, ob ich vielleicht auch einen anderen nehme. Ich habe nämlich jetzt gerade den Mr. Meep. Ich glaube, ich nehme nur noch mal den High Performance, dann scheiße ich mal aufs Wasser. Das. Das ist. Nein. Dann nehmen wir mal den Vibrant Light. Vielleicht mag der ja mich ein. Oh Gott! Meine Steine wackeln. Das ist nicht cool. Ja, irgendwie enttäuschen mich gerade meine Shader allesamt. Ja, noch muss man mal schauen. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten Texture Pack. Einfach nicht mal wieder dasselbe. Also ich wechsle da immer sehr, sehr gerne durch.
Geil, es gibt jetzt Schafsfleisch. Echt? Ja, rohes Lammfleisch. Das heißt, Schafe töten hat jetzt auch noch mehr Sinn als vorher. Nein. Die Schafe neben meinem Haus. Warum ist das Schwein grün? Wahrscheinlich wegen deinem Texture-Pack. Neben deinem Haus. Nein, du kannst ja nicht. Oh Mann, ey. Ey, warte, nee. Ich höre auf, Steine zu graben und baue dir jetzt ein Gehege, dass du da ja nicht dran gehst. Ist schon zu spät. Halt die Klappe, du kannst nicht alle meine Schafe töten. Das kannst du nicht machen, ich brauch's zum Bauen. Du weißt, dass die tot sind, oder? Oh, scheiße. Nee, und mit Schäder geht gar nicht, ey. Es ist mal wieder extrem enttäuschend. Schade eigentlich, aber naja. Spendenaufruf, ich brauche. Ja. Laggt wieder. Nee, es laggt nicht. Also, es ist ganz komisch. Also, ich habe genug FPS, aber es sind Bildsprünge. Einfach so dieses plopp, 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 weißt du? Also, das kann man schlecht beschreiben. Jetzt mach's weg! Oh, ich liebe Twitter, weil ich habe Twitter nebenbei offen. Also, die Seite mit den Fragen. Mhm. Und das aktualisiert ja live. Mhm. Seid ihr der Typ Mensch, der am Feiertag eher zu Hause bleibt? Ja, hab ich doch. Aber warum? Die sind doch total unwichtig. Och Mann, ey, ich wollte mal. Wir haben jetzt hier weihnachtliche Fragen. Mir doch egal, ich will meine Schafe zurück. Nein, das ist mir egal. Sind habe ich in Bettform hier in meinem Zimmer. Mann, ey. Ich hätte doch weiter von dir wegbauen sollen. So ein Quatsch. Jetzt, ja, bring. Da ist noch ein Schaf. Ein Schaf. Jetzt willst du nicht die Frage hören. Nein, ich will ein Schaf haben. Ja, was ist denn? Seid ihr eher der Typ Mensch, der an Feiertagen jetzt zu Hause bleibt oder zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt geht? Weihnachtsmarkt, ich liebe den Weihnachtsmarkt. Auf jeden Fall. Ja, aber er meint, er hört sich irgendwie so an wie zu Weihnachten. Nee, an Feiertagen. Ja, an Feiertagen bin ich eher der Typ, der zu Hause bleibt, aber jetzt an den Tagen davor, so dann da schon eher. Das war was anderes. Kann man wohl mittlerweile auch aus anderen Sachen Fackeln machen? Es gibt das Rezept für Zäune ist geändert worden, das ist ja gemein. Moment, ich muss mal eben auf die Wiki. Könntest du noch mal schauen, ob es vielleicht für Fackeln zwei Rezepte gibt? Wieso? Ja, vielleicht kann ich auch was anderem Fackeln machen, außer als Kohle. Vielleicht geht es ja. Man weiß ja nicht. Vanille mal eher weniger. Naja, wenn du sagst, das Rezept für Zäune wurde geändert. Ja, geändert. Aber wenn es dasselbe ist für. Ah, ist auch egal. Zaun. Aha, aha. Oh Gott. Mhm. Na super. Wie geht's denn jetzt? Links, rechts, zwei, also links zwei Blöcke, rechts zwei Blöcke und in der Mitte nur die Sticks, weil man die jetzt in unterschiedlichen Farben machen kann. Oh Gott. Also Holz ans Holz angepasst? Ja. War das vorher nicht? Nein. Da gab's nur eine Farbe an Zäunen. Weil ich kann ohne Kohle nicht unter die Erde. Warte. Ja, du hast Kohle, ne? Ja, aber ich hab's mir gerade anders überlegt, weil du alle meine Schafe getötet hast. Ja, hab ich ja nicht. Du hast gesehen, eins lebt dann noch. Ja, hinter meinem Berg, wo du es nicht gesehen hast. Vielleicht hab ich das auch nicht getötet. Nein, du hast es einfach nur nicht gesehen, deswegen lebt es noch. Vielleicht war es auch Manuel. Das kann auch sein. Unverschämt halt, ehrlich, ey. Laut Takt. Schafe getötet, ey. Schlechter. Schlechter. Tierschlechter, ey. Zauntor, wie geht das jetzt? War nicht wie früher, oder? Hm. Ja, doch. Gott, der ist schrecklich, der Schädel. Sieht ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Gut, Schärfe, wo bist du? Und wer das Schaf in meinem Pit anfasst, der hat seines Lebens... Hast du jetzt was zu Fackeln gefunden? Hab jetzt gar nicht geguckt. Oh Gott, mein Schaf hat kein Gesicht. Mein Schaf ist gerade etwas wichtiger als seine Fackeln. Ach so, Fackeln. Würden wir zu Dreamhack gehen oder eine Audienz bei Barack Obama bekommen? Hm, Dreamhack. Definitiv. Du kennst die Dreamhack? Nein, aber ich finde das interessanter, als mich mit dem amerikanischen Präsidenten auseinanderzusetzen, mit dem ich nichts zu tun habe. Der mir... mit mir auch nichts zu tun hat, weil ich in Deutschland wohne und nicht in Amerika. Kommen Sie ran, Mr. Schaf. Na komm. Lecker? Ja, du bist nicht zu fett. Nein, du bist nicht zu fett. Lecker? Ja, ja, komm. Ja, fein, Schaf. Fein, 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 fein. Nein, nein, oh Gott. Fein, Schaf. Gut, ein Schaf habe ich. Fällt noch ein zweites. Es gibt nur die eine Art, Fackeln zu bauen übrigens. Such mir ein zweites Schaf und ich gebe dir alle meine Kohle.
suche gerade immer noch nach einem Shader, der es nicht Nacht macht, obwohl es hell draußen ist. Was bist du? Oh nein! Was denn jetzt passiert? Die Shader haben die Texturen von meinen Tieren kaputt gemacht. Ich hab hier ein schwarzes Schwein. Tja, da musst du halt sterben, schwarzes Schwein. Tut mir leid. Oh. Ach, noch ein Schaf. Der Hoshi hat mir Kohle gegeben. Ich bin für ein Hoshi. Hat der Hoshi ein Schaf für mich? Ach, die kann man doch eh wiederholen. Oh, Twitter, zwei neue Ergebnisse wieder. Feiert ihr Silvester oder ist es für euch nur auf das neue Jahr anstoßen? Ich mag Silvester feiern. Ich mag zwar Knallen nicht so gerne, weil ich das voll dämlich finde, außer diese coolen Raketen, die bunt Piu-Piu machen. Ansonsten, ja, also Silvester feiern ist schon für mich immer jedes Jahr was Besonderes. Also es wird gefeiert. Wen feierst du dieses Jahr? Wahrscheinlich mit so einem komischen Typen da von YouTube. Wie ist er noch gleich? Da, irgendwas mit D. Dalukat, ja genau, das war sein Name. Das ist ein Skelett. So, was haben wir noch? Da kam noch eine Frage rein. Wenn ihr mal rückblickend schaut, seid ihr stolz auf alles, was ihr je getan habt? Naja, also es geht. Ich hätte, wenn ich es mal machen könnte, würde ich im Leben einiges anders machen, damit es bei mir quasi, ja, ich weiß nicht. Ich hätte so einiges anders gemacht, aber deswegen würde ich trotzdem immer noch sagen, ich habe trotz Fehler verdammt viel erreicht. Und deswegen bin ich stolz drauf. Ja. Das ist so das, was, glaube ich, aber jeder sagen könnte. Sag ich einfach mal. Weil es ist jetzt nicht so geil, mit 24 mal studieren zu müssen, aber dafür ist das, was ich studiere, extrem geil. Und extrem teuer. Aber es ist geil. Ey, nicht schießen. Oh oh, das ist, glaube ich, ein Creeper. Das ist ein Skelett und das ist noch ein Skelett und ah! Au. Bist du? Du bist noch ein Creeper. Oh, scheiße. Oh Gott. Muss nach der Folge ganz, ganz dringend mein Spiel neu starten. Aber ganz, ganz dringend. Warum wieder kein Sound? Nein, ich habe alle Viecher sind schwarz. Das heißt, Creeper sind schwarz und Schweine sind schwarz und alles ist schwarz, was man nicht erkennen kann. Huch, was denn jetzt passiert? Macht mir Angst. Ich will, dass es Tag wird. Ah, super, ey. Unfreiwilliges Terraformen. Können wir nicht mal Tag machen? Das ist furchtbar. Mache ich bei mir gar keinen Unterschied. Ja. Immer tiefste Nacht. Ich muss auch alle 5 Meter eine Fackel setzen. Au. Was zu essen? Äpfel. Ich kann dir Lammfleisch anbieten. Nee, ein Schaf wäre mir lieber. Ein ganzes, lebendes Schaf. Nee, sowas gibt's hier nicht. Schweine sind, Schafe sind nun zum Essen da. Nein. Doch. Sonst hätte der Minecraft-Gott das nicht so gewollt. Meine Ergebnisse. Seid ihr sparsam oder könnt ihr gar nicht mit Geld umgehen? Also ich persönlich finde, also würde von mir behaupten, ich bin eher der sparsame Mensch. Was auch nicht ist, dass ich nicht mir trotzdem manchmal unnützen Kram anschaffe. Ich mag unnützen Kram, aber ich habe immer einen sehr guten Überblick über das Geld, was vorhanden ist. Habt ihr besondere Erwartungen an die kommenden Monate, beziehungsweise das Jahr 2015? Nö. Ich will nur möglichst schnell mein Studium hinter mich bringen und dann endlich Geld verdienen. Ah, aufhören. Das Skelett.
Gott, Steine. Ist mal was anderes, in so totaler, in Anführungsstrichen, Dunkelheit zu arbeiten. Also hier braucht man jetzt wirklich mal Fackeln, aber es sieht sehr nett aus unter der Erde. So die Texturen und das Licht und so, das passt sehr gut so unter die Erde. Also schon, kommt eine gute Stimmung herüber. Wunderbar. Ja, der Autoverkauf, der stellt viele gute Fragen. Also der ist der momentan, der die meisten Fragen hier rumgetwittert hat. Deswegen immer schön. Ich finde das ganz cool, das so nebenbei offen zu haben. Ist eine sehr gute Idee, finde ich. Mhm. Definitiv. Der Durchbruch. Mein Tunnel ist fast fertig. Und ich habe jetzt ungefähr 80 Stacks Steine und habe noch keine Kohle gefunden.